Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Also, wann wird man nicht so deinen Spruch sagen? Welchen Spruch? Attention. Ja. Morgen, Jungs. Du hast gemeint hier. Oder nach dem kompletten Intro. Ja, weiß ich nicht. Wie hast du dir das vorgestellt? Ah, nach dem Intro. Nochmal nach dem Intro. Und das willst du das komplett dann so zeigen, ohne Facecam. Wir denken, wir sind bescheuert, weil wir die Facecam. Nein, jetzt mach halt jetzt morgen, Jungs. Jetzt? Ja, mach einfach. Okay, dann hör auf zu lachen. Ernst jetzt? Morgen, Jungs. Und Mädels. Du hast schon wieder gedacht. Ja, nachdem hier. Wir sind auf jeden Fall. Vorspann. Noch nicht tot. Ja. Weil hier zu Weihnachten keine Videos kamen. Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Der Schnee war schuld, ich schieb's auf den Schnee. Aber wenigstens bist du ehrlich, ja. Und sagst nicht hier, wir wollten hier eine Auszeit mit unserer Familie. Und so. Ja, genau. Weil 2 cm Schnee lang wollte er nicht kommen. Hättest du mich erholen können? Nö. Ja, was hier noch. Seit wann kommt der Berg zum Propheten? Jetzt heb mal nicht ab hier. Dong. Ja, genau, was ich sagen wollte. Wir sind hier in der 100. Episode von SCP Containment Breach. Muss man sich erstmal auf der Zunge vorstellen. Auf der Zunge vorstellen, genau. 100. Noch nicht jeder mitbekommen hat. Wir haben es ja schon über 100 Mal gespielt, eigentlich, weil davor haben wir so. Das sind 10 Mal oder so. Ja. Bis ich auf die grandiose Idee gekommen bin, uns dabei zu filmen. Manche Episoden haben wir auch mehrmals gespielt, muss man sagen. Aber es ist die 100. Episode, manchmal. Ja. Ja, wir haben ja auch manchmal, nachdem wir nach 5 Minuten gestorben sind. Ja, gut, noch mal aber ich meine jetzt die Sessions. Ja. Alter, das übersteuert doch schon wieder hier. Was machen Sie denn? Ja, ich warte, bis der Clown da unten verschwindet. Macht er das? Ja. Ist er weg. Ja, da macht er nichts. Ja, haben wir bei dir ja schon gesehen. Ja, wenn es weg bleibt, passiert ja nichts. Gut, ich bin nicht hin und hab dann blöderweise irgendwie geblinzelt, dann ist klar, aber ansonsten war nur nicht blinzelt. Das Ziel für heute ist übrigens passiert nichts. Durchspielen. Da ist ein Level 1, aber diesmal ist es dahinter. Bitte? Die ist dahinter, ja? Meistens, ja. Klatsch. Hast nicht mal hingeguckt, Mensch. Ja, das. Schlüsselzähne, hallo. Schlüsselzähne. Ich will auch ein bisschen mehr sehen. Hä, zweimal dasselbe? Wer ist denn mal im Alltag? Es geht ja richtig ab gerade schon. Ja, komm, jetzt geh irgendwo hin. Episch! Wir haben doch keine Zeit. Okay, stimmt, hast recht. Ja, eigentlich schon, aber. Es war leicht überraschend, dass er da mittendrin stand. Ich weiß nicht, ob wir die Zuschauer nochmal hier dezent auf die übrigen Autogrammkarten erinnern. Oder meinst du, das klingt dann zu abgehoben, wenn wir das jetzt. Ja, das klingt abgehoben. Aber jetzt hat es eh jeder mitbekommen. Ja. Nee, wir haben noch zwei, drei Kärtchen. Also alle, die ihre Adresse geschickt haben, die müssen ihre Karte mittlerweile erhalten haben. Ausback. Ausback. Genau. Und wer jetzt noch keine hat und eine will, der hat jetzt noch die Chance. Ich glaube, wir sollten das nicht immer in den Videos sagen, sondern wir sollten das mal in die Channel. Okay, dann betrachte das, was ich eben gesagt habe, einfach als gegenstandslos und. Yeah! Was wo? In die Channel? Was? Die Channel-Info. Kanal-Info. Ja, gut, aber wir haben jetzt nur noch zwei, drei Karten. Der hat einfach aufgemacht. Also, 3 sind es, glaube ich, noch. 3 haben wir noch. Okay. Ich dachte, die wären alle weg. Nee. Weil die so begehrt sind. Nicht. Oh nein. Sackgasse. Ja, gut, wir sind auch noch eine sehr kleine Channel, muss man sagen. Aber es war eigentlich unsere Idee. Ja, war's nicht. Ich habe hier eine Mail bekommen von einem, der wollte. Und dann fand ich es eigentlich eine schöne Idee. Vor allem für unsere Stammzuschauer ist das bestimmt toll. Weil wir so ein passendes Bild hatten. Oh! Hat sich bewegt. Ja, das Bild war echt gut. Wie ist das eigentlich entstanden? Haben wir damit Absicht ein paar blöde Bilder gemacht? Oh nein! Was ist das? Achso, Pocket Dimension. Ich bin rückwärts in die Pocket Dimension rein, Mann. Ja, vielleicht kommst du jetzt auch wieder raus. Ja, wir müssen das durchspielen heute. Muss ich nach der Pocket Dimension neu anfangen, außer ich komme da raus. Ich versuche jetzt einfach rauszukommen. Ich meine, das versuche ich immer, aber. Ach was. Das
Blöde ist halt hier du schon. Du musst dahin gehen, wo der Zettel auf dem Boden liegt, oder? Echt denn? Diese Scorched Note oder sowas. Ist sie da? Ja, ne? Oder? Nein. Niemals. Das ist schon verkackt. Meinst du? Ja. Man sieht die doch nicht von hier aus. Hast du nämlich schon das Wrong Way Event getriggert. Und dann verschwindet die Note, oder? Ja. Nein. Hey, die ist da nicht. Die siehst du auf jeden Fall, wenn du am Anfang vom Gang bist. Nein. Da ist so ein blöder Fleck am Boden. Hey, da ist keine Note. Da ist der Süße. Mann. Das wird ja nicht geglaubt. Wie müsst ihr lesen? Your personal access code 6828. Was das brauchen wir die nochmal? Domain hat schon da, oder? Okay. Schon noch da, oder? Ja. Ups, nein. Ja, schmeiß alles weg. Komm. Ja, Bums, Fallerer. Dr. George Maynard. Maynard. Gehen wir mal da weiter. Hoffen wir die Partikelchen. Ach du Scheiße. Wieder Adventure hier. Ja, aber da kann man das schaffen, ne? Ja, aber jetzt musst du aufpassen. Ich hab's einmal verkackt, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Dieser Stelle. Kann der nicht rennen hier. Scheiße, nee. Nach kann ich auch allgemein nicht mehr rennen. Ja, ne? Das weiß ich nicht. Manchmal klappt es manchmal nicht. Vor allem ist es so schief alles. Ja. Ne, da geht's nicht weiter, oder? Ach doch, da geht's rein. Das haben wir gar nicht gesehen. Sterbe ich jetzt da? Was probieren? Jump. Oder geht's da auch weiter? Nein. Sicher? Geht's da auch weiter, schon? Aber wie weit ist die Frage? Gar nicht, ne? Ich will da runterspringen. Ja, machen wir's mal. Wir springen in die Freiheit. Okay, und? Nein! Verarschen? Na gut, es gibt natürlich keine Note mehr. Ja, lauf mal einfach mal da lang. Wir sehen schon, wenn es. Das ist jetzt der Wrong Way. Episode 100, bisschen fail. Ja. Oh Mann. Was? Es tropft. Ich blute. What the fuck? Alles ist neu. Was ist das? Weiß ich das? Oh mein Gott. Wo bin ich? Ist es noch die Pocket Dimension? Fuck, shit, keine Ahnung. Das kenne ich noch nicht. Das ist neu. Jetzt fällt so ein bisschen tot, oder? Wo bist denn du? Nee, du bist in so einem dunklen Raum. Ich lauf mal rückwärts. Ich will vorwärts laufen. Ja, aber sehe ich nicht. Du siehst immer verschwommener. Ich glaube, du stirbst. Bloodloss oder sowas. Strange Bottle. Vielleicht, wenn ich weiterlaufe, komme ich wieder in der World raus. Nee, guck mal, der stirbt gerade voll. Ja. What? Ah, ich bin jetzt ein Zombie, gell? Meinst du? Könnte aber auch normal sein. Stimmt, vielleicht wenn ich jetzt wieder normal werde, was geil. Der folgt mir. Vor allem ist der Nine-Tailed Fox unterwegs. Richtig krank gerade. Oh oh. Jump, can jump. Ich kann auch rennen, schau mal. Das schaut voll strange aus. So nach einem richtig üblen Trip. Alter Vater. Man muss doch mal wieder normal werden, oder? Ich weiß nicht. Och nee, als ob ich das jetzt schaff. Gut, aber er hat aufgehört, mich zu verfolgen. Ja, warte, du kannst ja rennen, oder? Irgendwie wird er schneller, wenn ich. Ein bisschen kann ich. Nee, jetzt auch nicht. Oh Mann! Oh, jetzt hast du wieder Stamina. Wenn du müsste eigentlich gehen durch das Testergeld. Oh Mann. Renn, guck. Ja, dann warte, bis du Stamina hast und dann kannst du durchrennen. Vorausgesetzt, auf der anderen Seite ist irgendwas. Vielleicht das ist auch die, ein Endroom. Oh! Ist jetzt weg? Es wird besser auf jeden Fall. Aber du hast es lassen. Das ist sogar was. Du hast halt noch ein bisschen Schlagseite so. Aber wenn es besser wird, ist es ja wohl gut. Oder meinst du, sich bewegen wird es schlimmer? Ne, scheinbar wird es schlimmer, ja. Ja, dann setze ich halt meine. Auf eine Bank? Eine halbe Stunde irgendwo hin.
Ich war die frische Luft. Boah, Alter. Das hat mich jetzt geschockt. Mich nicht. War doch nichts. Also ich habe wirklich gemerkt, so jetzt, in letzter Zeit, also bin zumindest nicht abgehärtet eigentlich. Also ich erschrecke nicht mehr so leicht. Ich komme nicht durch. Der humpelt so arg, oder? Ich weiß nicht. Jetzt wird's wieder verschwommen. Was ist denn das für eine fucking Episode? Du brauchst die Pille oder die Strange Bottle. Aber guck mal, welche Zone wir jetzt schon sind, das ist richtig gut. Ja, aber wir haben keinen Keycard. Das heißt, du kommst nicht mal mehr in die Anfangszone. Du hast recht, verdammt. Was macht man in so einem Fall? Das ist auch an. Eigentlich ist es schon verkackt. Okay, weiter geht's. Mal spielen neues Glück. Lauf diesmal nicht rückwärts. Ja. Nicht rückwärts ins Loch. Du kannst da gleich runtergehen, komm jetzt. Gehen Sie einmal und dann runter jetzt, komm. Ich stell dich nicht so an. Das mach ich doch sonst auch immer. Ja, aber nur weil du das machst. Was war das? Ist alles eh. Hallo, was war denn das jetzt? Richtig creepy, Mann. Richtig creepy. So, diesmal nach System. Erstmal links. Da ist wieder das scheiß Loch. Loch. Ja, aber vielleicht ist das Ding jetzt in der anderen Richtung. Schau mal einfach mal. Ja, schau. Ist schon mal gut, dass da eine Sackgasse war. Das heißt, hier geht's nur an die Bad Guys. Bad Guys. Ja, Slalom. Oh Mann, ein Gang nach dem anderen. Eingang. Du hast Eingang gesagt. Eingang. Okay, was ist hier? Achso, das ist ein Aufzug. 139. Da gehen wir nicht runter. Sterbe ich doch wieder. Das ist doch lustig. Doch lustig. Ich will es aber schaffen. Ich speichere dann auch mal, wenn ich eine Karte finde. Aber nur dann. Wenn. Oder wenn ich was Wichtiges halt finde. Zum Beispiel. Das entscheide ich dann. Die Pille. Die Pille. Die Pille ist wichtig. Nützlich. Ja. Oh, natürlich gesehen. Wie er aus der Decke fällt. Forest haben wir eigentlich schon, ne? Ist jetzt nicht so. Nee, das Ziel ist einfach nur durchspielen. Mein Gott. Kein so hoch priorisiertes Ziel. Nee, warte mal, Forest haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Nein. Warum haben wir den Forest nicht? Da war doch dieser Vorfall. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Was soll ich das jetzt hier sagen? Ja. Da haben wir doch das Safe Game weitergespielt und haben irgendwas mit der Aufnahme verkackt, so ab der Mitte irgendwie. Dann haben wir den ganzen Anfang weggeschmissen. Da war der Forest. Meine Schwester schuld, oder? War das das? Nee. Da weiß ich nicht. Da war ich schuld, weil ich da irgendwie Shift die ganze Zeit gedrückt habe und dann hat sich diese Feststellscheiße da aktiviert. Echt, hast du den Forest gespielt? Ja, da war ich doch im Forest. Oder? Ja, richtig. Und dann war halt nur die Hälfte von dem Gameplay irgendwie aufgenommen. Das konnten wir ja so nicht hochladen. Okay. Ist das der Room? Oh. Der Endless. Das ist eine Gay Guard. Gay Guard. Da ist zu. What the fuck? Hast du gehört? Ja. Da waren Stimmen, ne? Ja. Verdammte Scheiße. Warte mal. Paranormal. Fuck, Alter. Das haben wir auch noch nicht. Aber wenn man da aufmacht. Jetzt müsste es da nicht aufgehen. Okay. Alter, lass weitergehen, Mann. Von wo kam ich? Genau ein paar Mal durch. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Was geschieht hier, Mann? Was geschieht hier? Nee, komm alle. Ich komm wieder. Bitte nett, ey. Das ist die. Wir müssen weiterkommen. Das wäre voll schlimm. Oh, diese Leiche dann irgendwie da lag. Nö, diese Radio-Durchsage da. Wo irgendein Kerl was ständig gelabert und wiederholt hat und auf einmal kann ich so. Voll schlimm. Oh, der ist gar nicht da. Der Dude
ist nicht an seinem Place. Hab ich zu leise gemacht, oder? Oh, geht's da lang? Machen wir das schon. Voll die komischen Noises. Hey, wir haben doch eine ganz normale Version, Mann. Was ist da los? Hast du die gemoddet? Hast du irgendwas Sounds reingetan? Ja, genau. Das wolltest du doch machen. Jetzt wollte ich mit der Retro machen. Aber das haut nicht hin. Ja, da fehlen halt ein paar Rooms. Nee, ja, erstens die Bitmaps, die, wenn die einfach austauscht, passiert nicht viel. Und das andere sind diese Blitz-3D-Dateien, diese Model-Dateien. Mhm. Und die sind scheinbar nicht kompatibel. Nicht interkompatibel. Ach so. Und dann kommt dann eine Fehler-Message. Couldn't load object irgendwas oder sowas. Okay, okay. Also Sounds könnte man vielleicht machen, aber die HD-Textures, das kannst vergessen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin, gell? Aber da geht's, glaube ich, zurück. Zurück. Zum Anfang. Zurück. Zurück zum Anfang. Ach nee, geht's nicht. Aber ist auch gut. Ja, dann muss ich auch. K-Hard. Habe ich halt auch noch mal. Regardless. Da. Alter! Ein Bastard. Jetzt ist er hoffentlich nicht da drin, oder? Oh nein, das ist wieder die Kacke. Ich glaube, ist safe. Aber ich will die Maske aufziehen. Jetzt warten wir erstmal, bis er sein. Was denn du? Ja. Bis er wieder normal ist. Warte ein bisschen sein und guckst du nochmal auf den Monitor. Bast. Geschafft. Oh, da ist offen. Also ist der mit den zwei Items von Zuse, ne? Ja, da kommst du nicht. Komm wieder, nein. Schade. Aber die brauchen wir nicht unbedingt, oder? Ich glaube, du musst eigentlich wieder zurück zum Anfang gehen. Weil du brauchst eine Level 2 Karte. Da kommst du nicht rein. Shit. Ich weiß nicht, wo der Anfang ist. Ich habe gedacht, ich laufe gerade zum Anfang, dann war es doch nicht in die Richtung. Du musst halt woanders lang laufen. Haben wir nicht. Navigator? Der würde jetzt hier nicht drin sein, ne? Ich glaub nicht. Hä? Wieso ging die Tür gerade hinter mir auf? Die Tür ging auf. Die ging auch auf. Das war gerade komisch, Mann. Ja, mein Gott. Happens. Alter. Und wieder neu, geht zu. Das wäre richtig mies. Das wäre jetzt gut. Alter, der will ja immer drauf schauen, der Schweinehund. Ist er noch da? Gibt es eigentlich noch irgendwas, was wir unseren Zuschauern sagen wollten? Ich komme mir die ganze Zeit vor, als ob wir noch irgendwas vorhatten zu sagen, aber. Wir wollten Danke sagen. Für euer. Vertrauen. Nee, wie sagt man? 100 Episoden. Nee, aber das haben wir ja nicht besprochen. Oh! Ne, wir haben besprochen. Irgendwas war doch, oder? Es kommt zumindest so vor, als ob, aber mir fällt es nicht ein. Du hast den Raum gefunden. Sag ich dir. Ja. Oh mein Gott, bitte. Senpai. Senpai, ja. Und? Clear? Ne, macht er nicht. Jetzt schauen wir mal, damit wir wieder zurückfinden. Ah, ne, brauchen wir. Ach doch, jetzt muss ich wieder zu dem. Jetzt kannst du zu einem Vorlegen gehen. Jetzt hast du Level Du. Level Du. Jetzt müsste da gewesen sein, richtig? Weißt du noch? Ach nein, ja, keine Ahnung. Bis ich weiß, dass du durch so eine Schleuse durch bist. Das weiß ich. Wollen wir mal ankündigen, was wir noch so spielen wie die Woche? Nee. Könnt euch überraschen lassen. Stimmt, also hast du recht. Sonst schaut ja keiner mehr. Oder? Ein paar kleine neue Sachen auf jeden Fall. Aber nur kleine. So, Minispielchen. Hauptsächlich. Ja, was mache ich denn? Brauche ich da gar nicht. Ja, das war irgendwie so. Unnötig. Voll verwirrt, ey.
So, jetzt können wir endlich weitermachen. Jetzt mal die Karte da rein. Jetzt müsste es voll floppen. Spielkarte rauskommen oder so. Oder Mastercard. Macht ja nix. Stimmt, in der Version macht's nix. In der Version geht's ja einigermaßen wieder zurückzuwandeln und so. Und so. Ich save. Das Video wird glaube ich gelöscht, ne? Das und so. Es soll einfach nicht sein. Ha! Ich hab gesaved. Einmal. Echt, das wurde gelöscht? Wieso? Ja, ich find's zumindest nicht mehr. Ja, so toll fand ich es auch nicht. Dann bauen wir erstmal mit 3. Die hat es bestimmt löschen lassen. PS, zeig es niemandem. Ja, das ist wahrscheinlich. Damit ist ja eine Straftat quasi. Die der allgemeinen Belustigung. Also. Ach so, dann. Hey, gut. 3, oder? Triple! Diese Verifying ist der Key. Der Key zum Erfolg. Den Navigator brauchen wir in normal, damit wir sehen, wo wir schon waren. Ja, aber dann braucht er halt Battery. Ja, Battery, achso, die habe ich überall nicht mitgenommen, ich Idiot. Da ist noch ein Medikit. Ja, waren da überhaupt welche Batteries? Ja, da dieser Anfangs, der frühere Anfangsraum war. Und das sind die mitgenommen? Ne, der ist mitgenommen. Ich dachte so, YOLO, nehme ich sich mit. Habe ich noch nicht so ein lustiges Bild gesehen. Kennst du dieses Bild mit der Evolution vom Affen zum Menschen so, ne? Und das war so vom Affen zum Menschen. Und nach dem aufrechten Mensch kommt dann so ein kleiner Hipster, ne, der Zweck YOLO sagt. Und der aufrechtstehende Mensch, der dreht sich halt um und sagt: Geh zurück, wir haben verkackt. Okay. Ich fand's lustig. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Jetzt muss ich zu so einer so einem Overgang. Ja. War das nicht da beim allerersten? Ach, da können wir die Batterie gleich mitnehmen, schau. Ja, genau. Battery? Muss ich hier schon eine rein? Nein. Hält die Sonne drin? Wir haben noch nie alle gebraucht, der hält ja, aber trotzdem, hallo. Stimmt, wir wollen mal durchspielen. Mann, welches Gate wollen wir eigentlich machen? Wollen und schaffen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ach du Scheiße, bitte kein Mauspack, bitte kein Mausgab. Boah. Oh, Mausgab? Maus. Ja, komm jetzt. Fuck shit. Jetzt kommst du wenigstens an die Tür. Aber du hast vor dem kleinen Sprung bloß gemacht. Zum Glück, Mann. So in der Version, was haben wir gespielt? 066. Ach, der größere? Da war der, glaube ich, schneller unterwegs, ja. Hast du dich doch so gewundert, dass er so riesen Sprünge machen kann? Ja. Wo ging es denn weiter? Weißt du es noch? Ja, das scheint auf jeden Fall eine Bad Guess zu sein. Deswegen würde ich jetzt nach links gehen. Stimmt, schaut ein bisschen sympathisch aus. Gut, gehen wir da lang. Wir haben doch so einen Overgang schon gesehen, oder? Oder war das in dem Gameplay davor? Nee, das war, glaube ich, jetzt in dem da. Da bist du am Anfang vom Angang, vom Anfang aus, vom Anfangsraum, links gegangen. Und dann kamen, glaube ich, noch ein paar Dings ins Dinger. Wieso spinnt er so? Ich hab keine Ahnung. Mach lieber weiter, weil sonst kommt noch ein MLG. Man weiß ja nie. Game saved. So. Welche der drei Omnicards nehmen wir denn? Ach, ich dachte schon, der Stuhl des Grauens. Eigentlich wegschmeißen. Hey, das schaut cool aus. Ach nein! Ja, dann geht's nicht weiter. Dann geht's aber links oder rechts weiter. Vielleicht. Meistens ist es so. Vielleicht. Also da schon mal nicht. Was ich mit dir hab. Ach nö. Ah. Läuft doch. Läuft. Einigermaßen. Bei uns ist unser Freund ist nicht da. Dein Freund vielleicht. Dein Freund. Mein Freund und Spargelsteher. Das muss jetzt ein Wort behandelt werden. Ach so. Wie es im Raum immer dunkel wird. Ja. Voll komisch. Voll overdriven. Da ist er jetzt auch nicht. Ja, hallo. Wer ist das was? Der hat auch keine Zeit. Der ist busy am Working. Für sowas habe ich keine Zeit.
ganzen Tag rumstehen. Ja, also. Da war noch nicht. Da warst du noch nicht. Oder hat er gesponnen, der Neff? Nein, du warst noch nicht. Das muss nichts heißen, weil es kann auch sein, dass es dahinter nicht weitergeht. Da geht's weiter. Glück gehabt. Irgendwo muss es ja weitergehen. So, jetzt Obacht. War das? Einiges passieren. Ja, ist okay. Ja. Das ist normal. Normalzustand. Ring mal die Bell. Echt? Ja, natürlich. Das schockt mich aber mal. Schau mal hier, jetzt bringt ja nichts mehr. Ganz oder gar nicht. Steht eigentlich noch was Wichtiges drauf, ne? Nein, das ist Scheiß das, was man lesen kann. Mach mal nur Scheiß, wenn das geschrieben ist, so ein Mumbo. Achtung, da kommt er nämlich. Ne, da waren keine schwarzen Flecken, aber lass mal schauen, was da ist. Ne, die schwarzen Flecken kommen erst, nachdem er gekommen ist. Oh, da müssen wir da runter? Nee, ne? Der kommt ja mit den schwarzen Flecken. Wir müssen da nicht runter, ne? Was nicht, was war das? Zombie-Tunnel. Ja. Nee, der andere. Ah ne, der andere ist der Maintenance, ne? Der ohne Schrift ist der Zombie-Tunnel, ja. Ja, aber was? Das kannst du nicht sagen, ob du da durchgehen musst oder nicht. Weil Fakt ist, dass der durch die Tür führt und du nur dadurch auf die andere Seite von dieser Tür da kommst. Also es ist wie ein Durchgang im Prinzip. Entweder ist dahinter dann ein Ding, wenn du Pech hast. Wir können so ein Endroom oder es geht halt weiter. Wir können mal da, vielleicht geht es im Kreis, weil das ist in der Richtung vom Aufzug. Vielleicht kommen wir ans andere Ende. Ja. Oh nein. Hier, das ist so ein Raum, wo es sich öfter mal aufhängt. Einmal hat es sich ja da aufgehangen, ne? An diesem Ding. Ja, aber das war mittlerweile gefixt. Ja, und einmal, wo wir einfach da reingegangen sind, ne? Das kann sein, ja. Geht einfach nicht. Ja, wir gehen einfach nicht rein, ja. Das ist mir eh ein bisschen verstörend immer so. Eh auskillen, ne? Verstörend nicht. Ich finde es einfach mal ausklutscht. Das erste Mal, als ich gesehen habe, war okay, gut, ich, cool, ich wusste nicht, dass was passiert. Aber, nein. Ah, die Treppen kann man nicht laufen, du. Das ist nichts Besonderes. Hilft. Mit Anlauf geht es schon. Oder rückwärts. Hast du es gehört? Ich habe was gehört, ja, aber. Hätte dir jetzt nicht unbedingt Beachtung geschenkt. Naja. Was machen wir? Ja, was mache ich jetzt da? Sollte nochmal die Glocke. Ding Dong. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht vorbei. Ich würde mal blinzeln. Spaßeshalber. Das ist mir zu eng hier. Wow. Jetzt komme ich vorbei. Ja, Mann! Weil ich da verzogen habe. Alter, nein. Ich habe die Gasmaske. Das war jetzt fahrlässig. Das war richtig fahrlässig, Mann. Der bringt uns nichts, ne? Okay, der bringt uns hier gar nichts. Hm. Oh! Wir können doch weiter, oder? Oh, der Teddy! Ja, komm. Nein, da haben wir schon so oft da gesehen. Ja, und? Das ist doch nichts mehr Besonderes. Ist er weg? Schau, ja, paranormal. Was müssen wir? Wo ist der Electrical? Der Electrical? Der müsste doch hier drin sein, oder? Oh Mann, wo ist der? Wo ist der? Ich glaube, der Electrical ist in der Entrance. Aber SCP-079 ist in der Heavy Zone. Aber muss erst zum Electrical, ne? Ja. Also müssen wir danach. Da. Offen lassen? Offen lassen. Nein, es wird offen. Oh nein, da geht's nicht weiter. Jetzt müsst ihr wieder raus. Wie du es offen gelassen hast. Oh Mann, jetzt ist der bestimmt da drin. Von rechts kommst du. Ja, da kam auch ein Typ. Dann müssen wir es jetzt mal hier probieren. Ja. Oh nein, bitte. Jetzt übertreibst halt dann wieder Speicherei. Du wolltest speichern, nachdem du wichtige Items hast. Das erste Speicher. Jetzt? Ich fand den früher more creepy als jetzt, wo er den ausgerenkten Kiefer hatte. Fand ich schlimmer. Schreib's mal ins Forum. Mach bitte den Kiefer wieder runter. Ja, ja. Wie lange spielen wir denn schon? Da ist schon eine halbe Stunde. Oh Gott. Aber heute gibt's keine Grenze, oder? Wenn
so, so eine Stunde ist schon drin. Stunde ist drin eben. But nothing happens when I push the button. Oh, jetzt hat? Nein, immer noch nicht. Oh Mann, ich hoffe, ich aktiviere den nicht so schön. Also wenn du durch SCP-096 stirbst, dann ist die Episode vorbei. Das schließe ich jetzt mal so. Das Miese ist, dass es auch so Geräusche macht und ich dann immer denke, ja, die sind schon so ähnlich, das stimmt. Ja. Aber noch bist du safe. Guck nur die Wand an. Einmal war die offen, gell? Die Tür rechts da? Ja, da geht es ins Schwarz. Gibt's doch noch gar nicht so lange, oder? Ach nein! Wo muss ich lang? Wir wissen jetzt, dass das hier zeitgesteuert ist. Solange der keinen visuellen Kontakt hat. Mann, das ist hier. Was ist hier? Warte mal, das sind. Wir sind jetzt bei 33 Minuten. Muss man gucken, wie lange das dauert, bis du ihn abgehängt hast. Vielleicht dauert es einfach pauschal 2 Minuten oder was? Fuck! Shit! Warte, der kommt jetzt von Schreck rechts, glaube ich, ne? Und die sind auch da! Das wird jetzt richtig spannend. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. Aber ich zeig nicht, was ich trinke. Sonst werde ich kein Product Placement Geld dafür bekommen. Als ob jemand uns selber schuld uns bezahlen würde. Ich schmecke lecker, aber ich sag nicht, was es ist. Ich würde aufpassen, wenn er kommt. Ja, ich weiß nicht von wo. Ja, von der Seite da. Ja, manchmal dann ist er auch. Oh ja. Yeah. Geil. Ein Opfer, wir haben ihn nicht mal gesehen, so langsam war der. Ja, manchmal. Ne, jetzt ist es anders, schau mal. Hast recht. Jetzt ist er anders. Der ist erstarrt, der guckt irgendwo hin. Das sieht vielleicht irgendwas, etwas, das wir nicht sehen. Etwas Unheimliches. Lieber weg. Oh Mann. Aber warum ist hier eine Sackgasse? Frame Drop, Junge. Und da ist ganz viel Virus da drüben. Ganz viel Virus. Könntest du eigentlich mal releasen. Nein, nicht release gar nichts in der 100. Episode. Ja, keine halben Sachen haben wir gesagt, oder? Alles oder nichts. Ich hätte es gesagt, ich gehe da wieder da rein. Ja. Du könntest da reingehen, nachdem du den Virus released hast. Ich weiß gar nicht, haben wir es schon mal gemacht? Was passiert denn dann? Wir haben jetzt ja, eigentlich gar nichts, glaube ich. Oh nein! Jetzt hast du es verkackt! Ich geh schnell zum Virus, vielleicht stirbt er dadurch. Oh Mann! Das Geräusch kam noch nicht immer, oder? Wie man angeschaut hat. Das ist neu. E-Mail haben wir jetzt was Neues. Und da drüben, guck den an. Aber musst du. Ja, aber wie kommst du da rein? Glitsch dich da rein, da kommt der 96 kommt da nicht hin. Boah, die Sounds sind neu. Er hängt. Ja, aber nicht mehr lang. Ah. Die Sounds sind ein bisschen neu. Das war richtig mies, weil ich ihn angeschaut habe. Da load? Nach load, ja. Oh Mann, wann habe ich gespeichert? Scheiße, ist schon wieder eine Weile her. Na, das war nee, vor. Du hast voll oft gespeichert. Ja, vor 106 war es auf jeden Fall. Und also nochmal. Oh. No, das doch. Achso, wir wissen aber, dass wir nicht dahinter müssen. Ja. Sollen wir es lassen? Da hinten war doch jetzt. Ja. Nee, wird auch eigentlich nichts. Nochmal Items. Ja, das ist eigentlich alles Wichtige. Da war die Sackgasse und der Virus. Ja, ne, dann lass es. Das ist Event Corrupted. Ne? Ja. Aber voll laut immer noch, obwohl wir so weit weg sind. Meinst du, es sind überall gleich laut, die Sounds? Achso, ich dachte Ninetales. Ja, alles safe, aber da warst du noch nicht. Sicher? Ja. Aber bist du offen? Ja. Ich weiß. So. Weil du hast da nämlich aufgemacht, nachdem du von rechts gekommen bist. Was war denn das? Das war ein krasser Port. Lass gleich laden, oder? Ja. Das ist ja blöd.
Er stirbt eh, oder? Ne, wenn der Abfluss kommt, dann... Jetzt bitte lass es funktionieren. 2. Januar. Ist so heute? Hä, ist nicht heute der 3. Ah ne, heute ist es heute. Da steht 2. Heute ist Donnerstag. Da wäre der 1. Ja. Oh Mann, schaffen wir es noch heute? Nee. Wir müssen noch so viel machen. Wir müssen ein Electrical finden, dann einen Computer, dann müssen wir wieder zum Gate. Kannst vergessen. Zu einem der Gates kommen. Kannst vergessen. Gates. Kannst eigentlich gleich umdrehen. Ne? Ja. Ja. Und jetzt links. Also nochmal. Aber der andere steht jetzt nicht mehr da. Vielleicht steht er mit der da. Ja, auch nicht. Er kommt nächste Runde. Ja, aber was muss ich da machen, damit ich... Ja, das ist scheiße. Nein! Ja gut, dass er kommt, dann ist er wenigstens weg erstmal. Einfach in die andere Richtung? Ja, aber war da nicht in Sackgasse? I don't know. Ich weiß nicht mehr, was da war. Ja, da kannst du ihn abhängen zumindest. Ja, da ging es nicht weiter. Da waren wir noch nicht. Doch, da war ein Keypad vorher noch. Ja, und ist jetzt weg, oder wie? Ja. Ja, pass auf, der kommt jetzt durch die Tür. Und jetzt gleich außenrum. 3, 2, 1. Das war knapp. Wo jetzt? Geradeaus. Ja, stimmt. Ah, mit Gas? Nee, also, ja, was ist denn da? Mit Gas, ja. Gasmaske schnell. Jetzt kommt er wenigstens da nicht mehr, hoffe ich doch. Und ein Zuder. Ja. Double Penetration. Abhängt? Ja. Ja, Junge. Ich bin ja richtig. Richtig geschwind. Geschwindig, geschwindig. Ja. Was haben wir hier? Ein schwebendes Phantom. Was haben wir hier? Das schwebende Phantom war mir irgendwie sympathisch. Geh mal da hin. Wenn er da jetzt wiederkommt, ne? Das ist mies. Oh. Maintenance Tunnel. Echt jetzt? Soll ich doch die andere Seite nehmen? Also wenn, mach halt. Es bringt halt nichts, wenn man da durchgeht und dann ist da nichts. Also können wir auf das Ding schauen. Ja. Du bist viel schlauer als vorher. 2 unerforschte Wege. Ja, Geld, erst das andere. Das ist ja voll das Walkthrough heute eigentlich, ne? Nee, es ist dann nicht durchgespielt. Hätten stimmt, würden. Hätten haben. Sollten. Deswegen kann man das jetzt noch nicht sagen. Vielleicht wird es einer, vielleicht nicht. Hoffen wir es mal. Das wäre uns richtig scheiße. Ja, mit Speichern muss man es doch schaffen. Und da ist der andere. Ey, das ist das andere Ende von dem Tunnel. Den haben wir vorhin gesehen, ja. Mach nochmal die. Brauchen wir da nicht lang, dann wissen wir. Die Navigator. Dann müsste doch da der Weg bekannt sein auf der anderen Seite. Ja, genau, das ist nämlich das Stück dazwischen. Ah, das ist der Block, ja. Ja, dann müssen wir wieder durch den anderen Tunnel, ne? Man stifte mein Genial, mein Block. Ey, warte mal, das wollte ich nicht. Den wollte ich. Also müssen wir da ist bei dem anderen. Ein Jahr müssen, aber ich würde erstmal gucken, was da ist. Ja, der ist doch zu. Ey, da war doch schon, waren wir doch schon. Oh, nee. Was machen wir denn? Nee, eigentlich nicht. Der ist eigentlich. Gut, du bekommst eine Pille von dem. Ja, und da kommen so Hentai-Tentakel aus dem Boden. Oder wenn man. Nee, wenn du die Tür nicht aufmachst, dann sagt er. Okay, oh, als Zeichen, dass du mir vertrauen kannst, hinter dir ist so ein Abstellraum. Sag dir den Code dafür und da ist ein Code, SP. Ja. 500. Also komm ich bei nochmal, dass wir hier sicher durchkommen. Oh Mann, ich hasse den mit dem Falle. Neulich war er wieder so schlimm, oder? Oder war das, wo wir die Retro-Episode gemacht haben? Ich weiß nicht, war das schlimm eigentlich nicht? Geht schon los. Hey, wo geh ich denn lang? Ich würde am Rand auf jeden Fall bleiben. Das ist so ziemlich das einzig Sinnvolle, was du machen kannst. Ah, ich dachte schon, ich habe ihn jetzt schon abgehängt. Das wäre voll komisch. Allerdings.
Sackgasse. Oh Mann, wenn nicht, dass das andere SCP kommt, das finde ich fast schlimmer, wenn es da kommt, weil das ist so. Weiß nicht. Du bist hier so gefangen, Junge. Ja, mit denen kannst du wenigstens so ein bisschen kontrollieren. Aber wenn du ihn so lange anschaust, bewegt er sich ja nicht. Siehst du? Glück gehabt. Ja, der ist groß. Aber da auf der anderen Seite ist die Pille. That's what she said. Der ist groß. Aber ich laufe jetzt nochmal dahin, bis er weg ist. Wir müssen ein wenig rennen. Ich glaube, er war auf jeden Fall am Rand. Zumindest jetzt. Zurück. Ist er weg? Gut. Ja, und immer geradeaus, weil da war der Raum mit der Pille. Da, wo die Pille ist. Mit Hashtag. Mit Hashtag. Geil. Oh. Das warst jetzt aber du. Ja. So, geschubst. Das ist gut, wenn wir die Pille haben. Dann können wir fast nicht mehr sterben. Können wir ähnlich haben gespeichert. Also wenn du eine Nahtoderfahrung machst, dann kannst du dich damit wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Könnt ihr das den haben? Brauchst du eigentlich nicht, weil du hast ja schon einen. Hab eins und eine Pille. Ja. Also du kannst dich einmal wounden und einmal fast sterben. Hatten die eigentlich jemals was, wo uns das Medikit geholfen hat? Nee, glaub nicht. Ich glaube, wenn du so ein klein bisschen angeschossen wirst, dann hilft es vielleicht. Verbinden. Könnte ich mir vorstellen. Schnurrt, was hast du gehört? Nee, das ist ein Schleifen. Achtung, nicht, dass er wieder aus der Mitte kommt. Du weißt, wenn du das jetzt machst, dann taucht er plötzlich auf. Ja. In der Vision habe ich es noch gar nicht gesehen, dass er da kommt. Okay, das ist auch gut, wenn dann eine Sackgasse ist. Das heißt, wir müssen. Nein! Oh Gott, nein! Ja, das ist jetzt leicht scheiße. Minimal, oder? Yo! Ja gut, aber der Maintenance-Hunter ist wenigstens überschaubar jetzt. Ja, und er muss einmal so ein U laufen, quasi. Nicht einmal, ich glaube in zwei Seiten, oder? Dann. Also aus dem Fahrstuhl raus, dann rechts an der Wand entlang, dann um die Ecke nach links und dann kommt der Fahrstuhl schon wieder. Glaube ich. Aber wir müssen diese fucking. Mann, können wir nicht hier einen Code einfach haben? Oder nein, der Fox kommt einfach und macht die Tür auf. Macht Gate A auf. Und dann tötet er dich. Ja. Gut. Das war immer lustig, das war als Intro, ne? Wo? Ja, voll erschrocken ins andere Richtung. Ja. Jetzt müsste der andere kommen, Mann. Bitte nicht. Das war in echt, ne? Oder? Was? Das war in echt? Was soll das gewesen sein? Keine Ahnung, Mann. Aber das ist im Spiel. Wir müssen ja dann beim Editing gucken, von welcher Quelle das Geräusch kommt. Ich glaube, es kommt aus dem Spiel. Wie denn das? Oder wir sind nicht alleine. Blöp. Sorry. aber war ich da ganz am Rand? Ich weiß nicht mehr. Ja, glaub schon. Juckt am kleinen Finger. Was soll ich tun? Ich ging nicht so oft um die Ecke. Tatsache. Doch ein U. Gut, da ist er rausgekommen, der Schweinebastard. Ja, aber das ist dann Schwachsinn eigentlich. Weil die beiden Fahrstühle ja im Untergeschoss weit voneinander entfernt sind. Aber oben sind sie ja an benachbarten Räumen. Stimmt, das gibt keinen. Also bei der Ding, bei der alten, im alten Maintenance-Handel war das noch nachvollziehbar. Weil da war das ja auch so kreisförmig und auf der einen Seite war der Fahrstuhl und auf der anderen Seite ging der Fahrstuhl noch so ein Stück rein. Hm. Von daher konnte man das schon nachvollziehen, dass die nebeneinander sind. Ach, plötzlich. Hey, du kannst es ja als Ding, als Wegmarkierung. Das war da war der Maskenmensch, ne? Weiß ich nicht. Lass mal schauen. Ach nee, kommt gleich von da, ja? Da war der? Ne, das kann nicht sein. Ja, weil da bist du bei der Endquest, glaube ich, nicht lang gegangen. Wir müssen auf jeden Fall in die andere Zone kommen. Ja, das ist zumindest schon mal hier ein richtiger Weg. Ach, ist es nicht der, wo wir dann gar nicht mehr gelaufen sind?
Da warst du noch nicht, ne? Doch, da bin ich doch gestorben und bin dann nicht, gar nicht mehr lang gelaufen. Ist es nicht das? Ja, das war nur 96, was du meinst, oder? Ja, das ist doch da, oder? Nein. Da ist irgendwas, wo wir dann wieder, wo wir nach dem Sterben nicht mehr gemacht haben. Nein, du meinst. Kann ja mal schauen. Wir haben ja Zeit. Ah, ne, warte mal. Das kommt mir jetzt aber neu vor, du. Ist halt doch neu, mein Gott. Ach was. Nee, da waren wir doch schon. Wie geht's hier? Zum anderen Tunnel, genau. Aber ist der vielleicht eine Abkürzung für irgendwie was? Ja, so ein bisschen. Wo ist denn die andere Zone? Da, oder? Da oben? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Du spielst doch. Ja, sowas kann sich keiner merken. Machen wir mal hier. Ja, das kommt daher, dass du so oft speicherst und wieder lädst. Dadurch verlierst du nämlich die Orientierung. Das speichere ich gleich mal aus Prinzip, du. Nee, was, wir wollen das ja heute durchspielen. Ohne Speicher hätte ich schon gar nicht geschafft. Jetzt bin ich aber mal auf. Sicher, ich sicher. Runter. Ah, da ist die Sonne. Und ein Stampf. Nee, da geht's nicht weiter. Ich glaube aber, der... Hä, wieso geht's denn weiter? Ach, scheiße. Das ist die Black Zone, das ist die Dark Zone, die Danger Zone ist das. Ah, links, können wir noch gar nicht. Oder was, links? Es kann aber auch sein, dass da der Ding ist. Seite wechselt, nee, da. Oder da waren. 096? Nee, oder waren wir da schon? Wir gehen mal weiter. Ach, stimmt, du hast recht, das ist der. Ja, das ist das. Ja. Den kannst du lass. Fuck, hab ich Schritte gehört? Nein. Wenn ich das jetzt Nine-Tailed Fox schon durch. Nein. Das hat er schon mitgekriegt. Die sind ja nicht schon ewig drin oder so. Dann müssen wir da lang. Ja, die kommen ja vom Entrance und laufen hier Richtung Anfangs. Hä, hey, was war denn jetzt auf der Seite? Da sind wir doch wieder umgedreht, warum? Nein, du bist ja durchgegangen. Ach so, da komme ich also her. Ah ja, stimmt. Hast du recht. Hey, du. Dude, du hast recht. Ich weiß. So Treppen, die sind echt nervig. Ein bisschen. Voll nervig. Weil das geht jetzt eigentlich, oder? Verhältnismäßig. Stimmt, vielleicht weil wir kein verkrüppeltes Bein haben oder so. Hatten wir aber das letzte Mal auch nicht. Naja. Keine Ahnung, was da gelabert. Ein Restart durchgeführt wahrscheinlich. Irgendwas mit Special verstanden. Das habe ich gar nicht verstanden. Komm schon, wo sind wir? Da müsste man einen Untertitel einblenden. Was die NPCs immer sagen. Da haben wir noch nicht. Oh ja, das sieht gut aus. Hi, das ist richtig gut. Und ein Teddy wieder. Ja, warst du da nicht auch schon? Nee, das ist neu. Aber es ruckelt hier. Bitte lass da eine Tür sein. Ja. Nice. Oh, das schaut richtig gut aus. Richtig gut. Nein! Ach, jetzt sind die erst drin, okay. Was war denn davor? Da war eben ein Gameplay davor vielleicht. Oh, den hat man in der Version noch gar nicht, oder? Stimmt. Uff. Wie? Ja, wieso denn? Du hast ihn angeguckt. Darfst du noch nicht angucken. Wir haben letztens die alte Version gespielt, da war das auch nicht so. Da konntest du den nochmal an. Ja, das ist halt ein bisschen empfindlicher. Ja, soll er mich töten, komm. Ziehen wir uns die Scheiße rein. Du sagst immer, those skinny legs. 2-mal. Aber die Sounds finde ich schon gut. Ja. Don't be afraid. I wouldn't want to wake up, but
Unfortunately, you must. Ich habe nicht so viel verstanden. Unfortunately, you... Ja, genau. Hushed? Must. Oder so. Also nochmal. Nee, ist das... Also, das ist doch nicht... Der Green Man, der labert irgendwas über Greens oder sowas. Aber normalerweise, warum ist er da? Ja, normalerweise müsste er entweder dort oben sein Event, oder da. Vielleicht, weil ich das Event nicht aktiviert habe? Was machst du denn da? Ja, ich muss doch jetzt so rein, oder? Nochmal, andersrum kann man ja nicht rein. Der ist ja jetzt überempfindlich, der kleine Arsch. Der kleine Arsch da. Aber auch die Kamera. Oh ja. Alter. Das war das Ding. Der andere. Nee, das kommt, wenn du zu lange drauf guckst. Echt? Ja. Hab den Namen jetzt nicht mal gemacht? Oh, das war ein kurzer Auftritt. Oh, nee. Was meinst du? Da war ganz kurz das Phantom, hast du nicht gesehen? Aber was ist das jetzt? Das brauchen wir doch auch nicht. Das ist doch der. Doch der Forest. Forest, und wir haben den Schlüssel nicht. Ja, da kannst du auch ohne Schlüssel auch durchgehen, oder? Okay. Ach so. Wo kam der her? Aus dem Forest. Aus dem Forest? Alter, wie oft soll ich noch sterben, Mann? Ach. Fast eine Stunde. Ich spiel weiter. Also, du meinst, dass man da am Forest vorbeikam, oder nicht? Ja, du kannst durch den Forest gehen. Ja, du kannst durch diesen Control Room gehen. Denke ich, oder? Ja, natürlich, wenn auf der anderen Seite dann ein Keypad ist. Oh, hast du gehört? Ja. Da kannst du ja mit der Keycard rein. Scheiße, das ist der Ding. Müssten wir jetzt einen Nine-Tailed Fox sehen, wie er aufmacht. Das wäre eigentlich nice, wenn er dann vorbeiläuft an dem Raum hier. Meinst du, es macht? Oder meinst du, er schaut hier rein? Wie er hier einfach stand, das war richtig mies. Ja. Ja, da können wir nicht durch. Mach da nochmal zu. Ja. Geh nochmal raus aus dem Raum und geh da nochmal rein. Und dann ist er da. So. Ja, siehst du? Jetzt müssen wir ihn irgendwie abhängen. Duf. Ja! Der wird von dem getötet. Meinst du echt? Ich glaube, das ist ja nicht so. Ja, du musst ihn jetzt irgendwie daherlocken, weil der folgt dir wahrscheinlich sonst nicht. Meinst du, er sieht mich, wenn ich hier stehe? Wahrscheinlich schon, oder? Warte, guck auf die Kamera da. Der, wir sperren uns in so einen Raum ein. Oder so. Der kommt schon, verdammt. Ja, guck mal auf die Kamera da. Der kam doch schon. Was? Hast du nicht gesehen? Aber wie? Oh, ich hab doch zugemacht. Da hat man ganz kurz noch gesehen, wie er durchgerannt ist. Echt? Ja, Mann. Aber der war echt ultra schnell. Ich hab mal kurz weggeguckt, wie der hinten war, da. Ich hab's nicht gesehen. Können wir dann nochmal anschauen. Das ist eigentlich das Highlight der Episode eigentlich, oder? Ja, wir müssen jetzt voll den taktisch voll abhängen, irgendwie so. Ja, der Mark hier schon mal den Dr. Maynard aus. Stimmt, ja. Ja, das ist doch. Ja. Ja. Hast doch hier 6862 oder so. Ja. Ja. 6862. Oder so. Ja, du hast den nicht mehr. Probier 6862. Kann es auch sein. 6826. Mit 68 ging's los, 100%ig. Ja. 26. Hey, ist mir jetzt blöd oder ist es ein Zufallscode immer? Ne, müsste eigentlich dasselbe sein. Ja, dann geh mal beim Gears rein. Wenn du noch weißt. 7, 8? Irgendwas? 1, 6? Ich glaube. Oh, bitte.
Nein! Dr. Hopf? Oder war das bei dem? Das war bei dem, gell? Siehst du? Okay, bei... da können wir reingehen. Und das checken die doch, oder? Ja, der kann das eigentlich aufmachen, ja. Aber meinst du, die gucken in alle Räume? Das ist halt die Frage. Nee, die rennen bestimmt durch den Gang hier, wenn hier zu ist. Da müssen wir so hören, ne? Das wird ziemlich spannend. Jo. Machen wir extra hier ein bisschen lauter. Ah, vielleicht kommen sie jetzt schon früher, weil wir jetzt schon mehrere Räume betreten haben. Weißt du was ich meine? Dass er jetzt schon hier kommt. Hast du auch das Gott gerade? Das ja. Auch noch. Warte, von wo kommt der? Aus der linken Tür kommt der raus, ne? Was? Ja, einfach aus der Wand, genau! Oh, fuck, shit! Nein, wo geht's hin? Oh, pass auf, dass du mich anguckst. Der weint doch, Alter! Oh mein Gott. Was ist das kaputt, Junge? Laufen die durch scheiß Wände oder was? Ja, dann haben wir hier. Mach zu, 7816. Wie ich spüren das. Ja. Deine Schaute ist gut. Duck dich am besten noch. Hinterm Stuhl verstecken. Wenn er kommt, was mache ich? Versuche ich an ihm vorbeizurennen, oder? Ja, nicht, dass die hier durch die Wand kommen. Wir müssen an der Stelle den Game Sound ein bisschen lauter machen, damit das auch hört. Die stehen vor der Tür, die wissen, dass du drin bist. Die probieren gerade den Code, oder? Wie war es? 8? Ja, genau. Ganz so genau, erst drüben bei dem anderen, danach, nee, es war ja da. Was mache ich jetzt? Die warten da auf irgendwas wahrscheinlich. Oder sie sind vorbei. Die laufen an irgendeinem Mann zu. Ja, wahrscheinlich. Fest. Wie schon mal, oder zu zweit so ineinander, ey. Zu dritt. Wir können die jetzt mal weg? Die warmen Brüder. Ja, die laufen da zu dritt wahrscheinlich gegen diese Tür gerade. Ja, komm, mach mal auf. Ja, guck mal. Kann nicht raus. Die sind nicht direkt vor der Tür, das weißt du, die sind weiter rechts noch. Aber ich kann dann durch, ne? Die haben diesmal nicht die Tür aufgemacht, ne? Scheiße. Nee. Die sind einfach durch die Wand gekommen. Nee. Alter, der hat nicht mal funktioniert, so klar. So ist er, ja. Stimmt. In der Wand? Die sind im anderen Raum. Wo gehe ich lang? Da ist. Warte. Ja. Ja, komm! You feel all your wounds heal. Junge! Genatzt. Die Pill hat mal was. Die gute war, was jetzt sein kann, dass du den Blue Key brauchst. Come on. Wir haben schon eine Stunde, Mann. Oh Gott. Da vorne war das Phantom. Ich hoffe, dass es das Phantom war. Ja. Ja, wo muss ich denn lang? Zurück, ganz zurück zum Anfang, ungefähr. Oh Mann. Jetzt nach rechts. Rechts. Holzkohle kommt weil, auch. Weil der Anfang immer eigentlich immer im Süden ist, ne? Oh Mann. Das ist die 100. Episode, ich will das nicht so beenden. Aber wir spielen schon über eine Stunde. Dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Lass uns vor der Episode draus machen. Das ist eine gute Idee. Weil das jetzt wird sonst zu much. Also wir haben jetzt über eine Stunde das. Ja, du spielst dann weiter. Sag mal. Also,
Ja. Ihr wisst Bescheid, es geht weiter mit dieser Episode. Ja, genau, und was ich sagen wollte noch, das haben wir vergessen zu sagen, dass es nach der 100 weitergeht halt einfach so. Das, vielleicht dachten einige, es hört nach 100 auf so. Weiß ja nicht. Ja, weil das deine Idee war, aufzuhören. Nee, es geht weiter auf jeden Fall. Ja, natürlich. Na, du wolltest aufhören. Nö, das SCP wird doch langweilig. Ja, jetzt haben wir wieder Sachen. Wir machen jetzt, das können wir ja verraten, was wir jetzt noch machen, oder? So, Nee, das machen wir dann. Wenn's okay. Aber eigentlich haben wir es schon gesagt, aber... Ihr merkt es dann schon. Das wird auf jeden Fall eine feine Sache. Wisst ihr Bescheid. Bleibt geschmeidig, schaltet nächste Mal wieder ein. Jo, auf 100 weitere SCP-Episoden. oder 73 noch. Machen wir 173, das wäre eigentlich voll coole Zahlen, mal aufzuhören. So. Nee. Nett? Wieso aufhören? Irgendwann ist Schluss. Ja, wenn es aber gerade bei unserer 173. Episode dann ein fettes Update gibt. Dann? Sondern machen wir 174 oder was? Ja, dann ist es 200. Ja, aber was ist das nächste SCP? 294, oder? Oder was ist diese schnelle Echse? 200? Ne, ist 300. 300, irgendwas. 329 oder so. Ein 294 ist der Automat. Ich glaube, das ist das nächste. Du, ich weiß es sonst gar nicht. Sonst gibt es, glaube ich, kein kleineres, was dazwischen liegt. Nö, ist egal. Keine Rolle. Lasst euch nicht aufhalten. Wir starten jetzt ab. Das war die 100. Episode. Ja, bis zum nächsten Mal. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Dislike es, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schreibt Kommentare für alles andere. Ja. Bis dann. Ja, machen wir jetzt einen Cut. F11 muss ich drücken. Ja. Auf jeden Fall wäre dann die Festplattenkapazität, also Kapazität der Geschwindigkeit, Mann. Bestimmt. Das war eine Double Penetration für die Festplatte. Eingeschränkt und so, ja. Weil das ja keine SSD ist. Und das sind dann multiple Zugriffe dann schlecht. Dann nimmt die Geschwindigkeit nicht exponentiell ab. Multiple. Ja. Multiple Orgasm. Das dachte ich auch gerade. Das klingt auch ein bisschen was. Vielleicht kann ich dann, bis die Aufnahme läuft, dann mal ordentlich einen ablassen. Wäre doch lustig. Okay. Okay. Jetzt haben die mit so viel Kohlensäure drin. Jetzt ein paar cinematische Effekte anzubringen. Das war diesmal nicht mal Absicht. Morgen, Jungs. Der Anliegen. Also mach nichts Stupides. Also, aber wann willst du deinen Spruch sagen?